So, es gibt aber auch wieder was zu feiern. Nadel ist 45 geworden, meine Damen und Herren. So, und und zwar 45, alles ist 45. Alter, Gewicht, IQ und Promille, alles zusammen 45. Ja. Alles zusammen 45. Dazu muss man sagen, sie ist eigentlich 43 geworden, bleiben also für Gewicht und IQ nur noch zwei. Schade. Was schenkt man einer Frau, die nichts hat? Ja? Einen kleinen Film, bitteschön. Hey, Nadel, was geht denn ab heute Abend? Lass uns am Party machen! Genau, denn Nadel feiert ihren 45. Geburtstag. Also, hoch die Tassen. Das Motto ihrer Party lautet... Shake, shake, shake! This is the... Und was kriegen die Gäste der Party so zu hören? Madonna und Justin Timberlake. My favorite. Nadel weiß ganz genau, was eine gute DJin auszeichnet. Entweder schiebt man eine CD rein oder man tippt auf den Computer rein oder man legt Platten auf. Also man macht das immer unterschiedlich. Es ist von Club zu Club unterschiedlich. Und natürlich ist es wichtig, dass die Gäste nicht immer das Gleiche zu hören bekommen. Es dauert jetzt noch ungefähr anderthalb Minuten und dann kennt ihr meine Platten. Hier, Madonna mit Justin Timberlake. Und weißt du, wie die Nummer funktioniert? Anderthalb Minuten und dann geht's weiter. Ja, dann geht's weiter. Es geht immer weiter. Immer unterstrich. Eigentlich hat Nadel ja gar keine Zeit für Partys. Ihre Karriere läuft nämlich gerade auf Hochtouren. Moment, habe ich so viel um die Ohren, also ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf wächst. Sie nimmt zum Beispiel eine neue Platte auf. Gut, ich habe eine extrem tiefe Stimme, aber ich finde die okay. Ich finde die okay, solange ich jetzt hier nicht falsch oder schief singe. Auch dieselbe Straße, die ich schon seit Jahren... Alles klar. Und was steht sonst noch so an, Nadel? Oh Gott, das ist im Moment so viel. Also, Punkt 1, neue Single ist rausgekommen, die wird jetzt weiter promotet. Dann kommt nächste Woche... Oh Gott, schreibe ich ein Buch? Ein Buch? Kann man da mal einen Auszug hören? Das erste Mal hatte ich mir viel schlimmer vorgestellt. Einige meiner Freundinnen hatten erzählt... Na, lass mal gut sein. Wenn Nadel der Stress zu groß wird, entspannt sie übrigens mit Wellness. Massage, Massage, Massage. Für sie die beste Methode, wieder richtig fit zu werden. Am besten grünen Tee trinken, gesund leben, schön spazieren gehen, joggen, wandern... Und was ich heute gemacht habe, oder die letzten Tage, ich bin seit 3 Tagen hier, Wellness, Wellness, Wellness. Da ist man genauso gut drauf, als wenn man Koks nimmt. Weiß ich nicht. Nee. Außerdem achtet Nadel peinlich genau auf ihr Gewicht. Ich habe 10 Kilo zugenommen, ich wiege jetzt 60 Kilo. Also ich habe 45 Kilo gewogen. Dazu noch ein bisschen Sport. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis ihrer natürlichen Schönheit. Ich würde mir nie da irgendwie Botox irgendwie ins Gehirn reinspritzen lassen oder ich würde mir nie die Wangenknochen nach oben tun lassen oder wie auch immer. Mit solchen Aussagen macht sie sich natürlich nicht nur Freunde. Ich gehe grundsätzlich Betrunkenen und Unzurechnungsfähigen ganz gerne aus dem Weg, ja. Und wenn sie dann beide in einer Person vertreten sind, dann sowieso. Aber Nadel setzt ihre rhetorischen Fähigkeiten gezielt als Waffe ein und kontert solche Angriffe eiskalt. Ich soll mal sich selbst an die Nase mal ein bisschen greifen und was sie in der letzten, was sie in der Vergangenheit gemacht hat. Und ich finde es fui deibel. Fui deibel, wenn man sich da irgendwie von hunderten von 1000 Männern sich durchgef***t haben lassen musste. Nadel ist in der Lage, selbst schlimmste Beleidigungen wegzustecken. Weißt du was, Nadel? Weniger Alkohol wird dir besser stehen. Ja, und weniger Alkohol für dir auch. Ne? Die ist geisteskrank. Also so vom Geisteskrank. Total, entweder ist sie besoffen oder ich weiß es nicht. Bei Nadel ist immer was los. Sie führt ein Leben auf der Überholspur. Ich brauche immer was Neues. Und ich meine immer nur eine Lebenspartnerin von einem Partner zu sein, ist irgendwann auch langweilig. Das heißt natürlich nicht, dass sie sich keinen Mann an ihrer Seite wünscht. Sie hat einfach noch nicht ihren Traumtypen gefunden. Der muss jetzt nicht irgendwie ein Kopf kleiner sein. Also ich brauche schon einen größeren Mann, so wie sie zum Beispiel. Ja, das taugt mir. Ich brauche so einen Beschützer im Sinn. Aha. Und was könntest du deinem Partner bieten? Ja, ich gehöre ja zu den Frauen, die, um es nochmal zu sagen, die schlucken und schlucken und schlucken. Auf jeden Fall braucht Nadel einen Mann, der sie versteht. Ich mag's lieber, wenn man so ein bisschen angezogen ist. Da haben die Herren der Schöpfung, ja, die
Ja, wie soll ich das sagen? Also das ist so, ich finde, angezogen ist mehr als zu wenig. Mit dem kann es dann so richtig zur Sache gehen. Dann haben wir es eben halt, haben uns, so zärtlich umarmt und sind uns näher gekommen. Oh, wie blöd sich das anhört. Also wir haben eben halt geschlechtlichen Verkehr dort gehabt. Also, traut euch, Männer. Für eine coole Anmache ist Nadel immer zu haben. Oh, was ist das? Oh, madre. Einen besonderen Wunsch hat Nadel an ihrem Geburtstag natürlich auch. Und der lautet... Ich möchte nicht mehr Nadel genannt werden, sondern Nadel. Scheiße. Kein Problem. Also, bleib so, wie du bist. Unsere... Nadel! Ja. Herzlichen Glückwunsch zum 45. Geburtstag.